Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, beziehungsweise zur ersten Folge der neuen Skill-Staffel, könnte man sagen. Heute gibt es für euch Echo. Jetzt wird Krach gemacht. Oder Echo. Wie auch immer man es nehmen will. Ist heute angekommen? Ja. Ich bin jetzt hier auf einem anderen Account, also das ist jetzt nicht der Let's Play-Account. Hier habe ich das Spiel schon durchgespielt. Wir gehen nach zu Persephone und ja, ihr kennt es noch aus 2019, wo ich auch, ich glaube, 10 Skill-Videos oder so gemacht habe. Wir werden uns alle Attacken angucken, von vorne bis hinten. Das ist eine hohe Wassermarke. Uns dann mal für einen Weg entscheiden. Und ich würde sagen, wir beginnen mit den ersten beiden Fähigkeiten. Sirenenschrei, halte Y für einen Sirenenschrei, den Gegnern Schaden zufügen. Und die zweite Attacke ist Blasenbomben. Drücke A, um explosive Blasen zu erzeugen, die sich im Takt bewegen. Noch ganz kurz was dazu. Ich habe sie heute bekommen. Ich habe eigentlich fürs erste Skill-Video wollte ich Snapshot skillen. Habe ich auch geskillt. Aber dort war die Facecam noch da. Und dadurch hat es halt geleckt wie Sau. Und deswegen, ja, ist er jetzt. Aus meiner Sicht habe ich gerade den dritten Part aufgenommen gestern. Nehme jetzt danach den vierten Part auf. Und, deswegen, also es ist jetzt der Kraft. So, boah. 111. Gut, ist jetzt nicht allzu schnell. Aber ist Flächenschaden. Wir können uns dabei bewegen. Das ist top. Diese Blasen sind jetzt nicht so heftig. Warte, was passiert, wenn wir eine Blase anpulen? Können wir so bewegen, okay. Alter, voll der Bass. Wie geil. So. Hat das jetzt mehr Schaden gemacht? Nein. Nee, okay. Bereit für eine weitere magische Verbesserung? Natürlich. Übrigens, wir skillen ein Trap Team, weil das ganze Spiel ein Trap Team ist. Und weil es hier am einfachsten zum Geld holen ist. Außerdem werde ich hauptsächlich Trap Team skillen, das Skill. So. Schnellschlag. Drücke X, um einen Schnellschlag zu erzeugen, der Gegner in der Nähe aus den Schuhen haut. Okay. Dritte Attacke von Echo. Oder Echo. Nennen wir sie Echo. Bewirkt 140 Schaden. Alter, kannst sagen, was du willst. Du gehst so in die Gegnermasse rein. Bam. Und dann die Strahlen. Boah. Was sind die denn für eine Range? Also sie erzeugt mich schon echt heftig, die gute Echo. Turnkontrolle, du kannst die Sirenenschreitöne länger halten und mehr Schaden bewirken. 111 hatten wir gerade, mal gucken, was es jetzt ist. Kraftwelle. 133. Oh, es wird immer schneller. Zack, 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 zack. Alter. Bereit für ein... Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, aber die ist schon echt overpowered as fuck. Vierertakt. Setze jederzeit bis zu 4 Blasenbomben ein, die zusätzlichen Schaden bewirken. Wie viel hatten wir denn jetzt? Hier. 2. Boah, der Bass ist geil. Jetzt ein Facecam, der würde mich so mitwippen sehen. Jetzt 4 Blasenbomben und statt 40 Schaden wird das Ganze jetzt erhöht sein. Laut Skylines-Logik sind ja immer 50% drauf. Müssten ja jetzt... Nee, jetzt war beim kritischen Treffer. Und was verbessert sich das Ganze denn immer? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich um 20%, ne? Also müssten es ja... Ich kriegte 48 Schaden. 56, okay. 47% verbessert. Und wir können es hier rufen. Okay, das kannst du aber recht schnell machen. Das ist gut. Also, da kannst du schon ziemlich guten Schaden zufügen. Aber da ist das halt tausendmal krasser. Kannst sagen, was du willst. Bereit für eine Schon geil. Unterschall. Haltschlag sorgt jetzt für ein Nachbeben, das zusätzlichen Schaden bewirkt. Okay. Gerade waren es 41 Schaden. Das gucken wir uns gleich an. Kraftwelle! Immer zweimal? Okay,
2x 28 dazu, heißen nochmal 56 obendrauf. Heißt 196 Schaden jetzt. Das ist schon ziemlich geil. Macht auch Flächenschaden. So. Mehr Blasen. Verbessere Blasenbombenangriffe. Oder Mitsing. Verbessere Sirenenschreiangriffe. Das ist für mich ganz klar, der Sirenenschrei eher. Aber gucken uns die Wege mal an. Blasenschild. Halte A, um dich mit einer Blase zu schützen, die Schaden absorbiert, bis sie explodiert. Naja. Plopp. Alle Blasenbomben wirken maximalen Schaden mit erweiterter Reichweite. Gut, das wären dann wahrscheinlich noch über 80 Schaden, 70 Schaden. Das ist schon nicht schlecht auf jeden Fall. Bring meine Blasen zum Platzen. Drücke innerhalb eines Blasenschilds X, um ihn explodieren zu lassen und Gegner in der Nähe Schaden zuzufügen. Ultimative Tonlagenkontrolle. Halt Y unbegrenzt für einen endlosen Sirenenschrei. Okay, das ist geil. Schnell Y nach einem Sirenenschrei für einen mächtigen Schreiangriff. Und Ultraschall. Halte X, um den Schallangriff aufzuladen und einen noch kräftigeren Schlag auszulösen. Und das gucken wir uns noch nicht an. Ja, ganz eindeutig, wir nehmen den unteren Weg. Bereit für eine Wahl. Das ist. Klar, Mitsing. Auf Mitsing gehen wir. Weiter rauf. Bereit. Aber wenn wir das jetzt unendlich lang halten können, dann müsste es ja so sein, dass es unendlich lang so bam, 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 bam Schaden macht, ne? Also wir gehen nicht in den Gegner so rein, weil dauert ja zu lange. Wir gehen erst so und dann gehen wir zu den Gegnern rüber, weil dann machen wir direkt schnellen Schaden. Oder wird das dann noch schneller? Nee, ne? Aber es ist halt schon echt sehr, 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 sehr stark auf jeden Fall. Bereit für eine 133, Alter. So, Schrei, drücke schnell Y nach einem Sirenen an. Nach seinem Sirenenschrei für einen mächtigen Schreiangriff. Einem Sirenenschrei schnell Y. Kraftwelle! Mal gucken, wie sich das aussieht. Ich gehe so auf den Gegner zu. Hä? Bin ich dem zu schnell? Das sind anscheinend immer 199. Ja, 199 Schaden. Gut, ist in Ordnung. Aber dafür lohnt sich das Abbrechen nicht unbedingt. So, Ultraschall. Halte X, um den Schallangriff aufzuladen und einen noch kräftigeren Schlag auszulösen. Okay. Okay. Weiter rauf. Also noch weiter X halten. Das ist ja schon wirklich ziemlich stark mit dem doppelten Ding. Was? Kraftwelle. 700 Schaden? Holy shit! Wie overpowered ist das denn? Nochmal. 700, Alter. Dauert es lang zum Aufladen? Es geht, ne? Ich weiß, sie macht durchgehend Schaden. Was für eine Range das auch hat. Also ich sage es so, wie es ist. Echo ist ja richtig OP. Richtig heftig. So, Sehenschreifähigkeit. Sirenenruf. Benutze Sirenenschrei bei einer Blasbombe, um Gegner in eine schmerzhafte Trance zu versetzen. Ja. Gut, Weiter rauf. Hätte man die andere Fähigkeit, also die Sehenschreifähigkeit, nehmen können, finde ich. Warte, kann man das irgendwie zeigen? Alter, wie soll ich das zeigen? Oh. Oh, habt ihr es gesehen? Warte mal. Wir können. Wir können die auch zerstören, indem wir die so hauen. Warte mal.
Ich will es jetzt nochmal sehen. Alter. Digga! Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Okay. Okay, wir lassen es. Wir lassen es. Es macht 33 Schaden, okay? Das ist gut. Aber Echo ist ja richtig stark. Okay, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne positiv werfen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.